Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen nochmal zurück hier zu Control. Wir haben noch eine Nebenmission hier jetzt auch im Nachspiel sozusagen, Epilog. Die Story ist durch. Ja, Jessie Faden hat ihre Rolle als Direktorin jetzt komplett angenommen und möchte das Zischen hier unbedingt jetzt beseitigen. Und es kommen keine neuen Zischer mehr rein, weil wir den Dia-Projektor ausgestellt haben. Aber es sind halt immer noch genug im Haus. Und Thomas ist wieder aufgetaucht. Und hier gibt es noch weitere Informationen bei Emily, die wir noch ein bisschen besprechen können. Auch noch Abweichungen der Veränderung. Ein Befall des Zischens manifestiert sich in vielen Formen. Einige Werte bleiben größtenteils unverändert, während andere kaum noch als menschlich erkennbar sind. Was bestimmt das Niveau der Veränderung? Ist es die Dauer des Befalls? Es könnte einfach ein Evolutionsprozess sein und jedes Wesen steht für eine Wachstumsphase in einer nicht entdeckten Entwicklung, die wohin führt? Das ist natürlich die Frage. Darüber hinaus besitzen Zischerwesen verschiedene paranatürliche Fähigkeiten. Wie haben sie das erreicht? Erhalten sie die Fähigkeiten durch befallende Objekte der Macht? Haben sie einen hochtalentierten parautilitären Befall und ihren Zugang zur paranatürlichen Fähigkeiten über ein Netzwerk von Wirten verteilt, die vom Zischen befallen sind? Das ist eine sehr gute Frage. Als Wissenschaftlerin erdrückt mich die schiere Anzahl der Fragen. Es ist schwer festzustellen, wo wir anfangen sollen. Was ist die dringende Frage? Wie töten wir sie? Das scheint ein guter Anfang zu sein. Vollständiger Bericht. Okay. Er wollte Dinge, die im Hintergrund. Dann gab es auch noch eine Aufzeichnung in der Hotline vom Rat. Das habe ich auch noch übersehen. Das heißt, die Zukunft, das will ich ja natürlich auch euch nicht vorenthalten. Die Zukunft vom Rat. Die Zukunft der Erweiterung ist damit etwa die Anspielung auf ein Story-DLC gemeint. Die Zukunft, die nächste Phase, die Zukunft der Erweiterung, also DLC. Kommt da vielleicht noch ein Story-DLC für Control? Noch habe ich nichts gesehen und noch nichts erfahren. Informieren Sie das Personal, dass es bis auf Weiteres keine Videos mehr gibt. Und fassen Sie nie wieder meine Arbeit an. Okay. In der Astralebene ist also kein Zischen mehr. Das heißt, der Rat, der sich ja in der Astralebene befindet, ist erstmal sicher. Den wir noch nie gesehen haben. Ich bin die Dokumente aus der Abteilung für Dimensionsforschung durchgegangen. Der Dia-Projektor ist sehr mächtig. Es war gut, dass du ihn abgeschaltet hast. Na, logisch. Was ist mit dem HRV-Ausfall? Funktionieren die Dinger nicht mehr? Aber sie trägt auch noch einen. Also, da war dieser kurze Moment, nachdem Hedron gestorben war, wo ich meine Kräfte nicht fühlen konnte. Das Zischen kam in meinen Kopf. Nur ganz kurz. Das erklärt den Ausfall der HRV. Das Zischen hatte uns, bevor wir wussten, wie uns geschah. Es war in meinem Kopf. Ich habe schreckliche Dinge gesehen. Ich war kurz davor, den Löffel abzugeben, als das Zischen zurückgedrängt wurde. Die HRV funktionierten wieder. Dylan ist danach verschwunden und wir haben die Zischer bekämpft, die nach ihm kamen. Wenn die HRV nach Hedrons Tod ausgefallen sind, dann muss es eine neue lokale Quelle geben, die sie verstärken. Und die wäre dann wohl... Ich. Du! Hedron ist tot, wenn dieses Wort überhaupt auf eine resonanzbasierte Lebensform zutrifft. Aber was immer sie in dir ausgelöst hat, die Kraft, die du Polaris nennst, ist immer noch aktiv. Zumindest, wenn man meinen Instrumenten glauben kann. Wir werden wohl nie alles verstehen. Aber das ist in Ordnung für mich. Ich bin nur froh, dass du hier bei mir bist. Gut zu wissen. Danke, Emily. Jessie ist jetzt also der neue Schutz, damit die anderen Mitarbeiter hier nicht vom Zischen befallen werden. Und der Rat? Dylan hat die Astralebene und den Rat angegriffen. Was wollte er damit bezwecken?
Seit seiner Ankunft wollte das Zischen Objekte der Macht korrumpieren, die eine Verbindung zur Astralebene beherbergen. Vielleicht ist es sein Ziel, Zugang zur Astralebene und dem Rat zu bekommen. Ja, aber das erklärt nicht, warum. Die Motive des Zischens lassen sich nur schwer ergründen, aber ich bin die vertraulichen Akten durchgegangen und über den Rat gibt es eine riesige Wissenslücke. Entweder wurden sämtliche Daten darüber vernichtet oder sie haben nie existiert. Dann sollte sich das vielleicht mal jemand ansehen. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht, nicht vielleicht. Ich habe auch eine Wissenslücke, was den Rat angeht. Über den hat man nichts erfahren. Die Behörde ruft. Bis später. Jawohl, Ma'am. Direktorin Faden. Bitte, Emily. Nicht mal im Spaß. Nicht mal im Spaß. Okay. Ich sag dir, das war unmöglich. Sehr strange. Ich wollte mal in den Raum reingehen, wo Dylan liegt im Koma. Er ist immer noch in seiner Isolationszelle. Die ist da, wo die Wachen stehen. Ja, Pope wurde befördert. Ich habe sie befördert. Kommt Marshall wohl zurück? Weil sie eine ist, die hier wenigstens noch ein bisschen arbeitet. Okay, da ist er. Ich warte hier, wenn du aufwachst, Bruder. Falls du aufwachst. Naja, da warten wir nochmal drauf. In der Erweiterung. So, dann müssen wir jetzt Tomasi jagen. Oh Gott, das kann ja was werden. Vielleicht ein harter Kampf. Unten Isolationsabteilung war es. Bei der Drehscheibe da. Dann muss ich zum Transitkorridor dort und dann nach oben gehen. Okay, Schnellreise. Okay. Da sind wir am Transitkorridor und da ist die Drehscheibe. Der müsste jetzt eigentlich in dem Bereich sein, wo das Fragezeichen ist. Da war ja sonst immer zu. Ah, guck mal, jetzt ist nämlich die Tür offen. Sterling AWE. Jetzt ist die Tür offen. Das ist ein großer Stein. Das ist in der AWE? Okay, da ist Tomasi. Ja, scheiß dickes Schild und weicht natürlich auch immer so sehr gut aus. Hab ich gar nicht gesehen. Ein Level steht bei ihm nicht dran, oder? Wo ist er denn jetzt da? Ich muss nur einmal richtig treffen, um vielleicht sein Schild wegzukriegen. Ah, jetzt habe ich ihn dann erwischt. Komm schon. Wieder erwischt. Ich sag ja immer, wenn die selber schleudern wollen. Aber wo will er denn ganz hinfliegen? Wo ist er jetzt? Willst du dich da oben verstecken, du Gammler? Ich will einfach nicht hier rumfliegen wegen den ganzen Steine, die ich hier als Deckung nehmen kann. Jawohl, damit habe ich ihn sogar erwischt. Ah, jetzt kommt Ed. Na ja, klar. Was ist denn das da? Also, nur eine geschlossene Tür. Wir sind nur Stufe 5, was geht eigentlich? Oh ne, nicht so ein Ding. So ein Unsichtbarer. Der muss weg, der geht mir richtig auf den Sack. Aber wenn ich das Tomasi zu sehr aus den Augen verliere, also wie jetzt, kriege ich mega fett Damage ab. Ich muss sterben, denn ich brauche Lebenspunkte. Ah, noch mehr Gegner. Die Ads sind echt ätzend. Beide weg? Nice. Oh,
Okay, das hinüber. Hat er Lebenspunkte fallen lassen? Ja. Weg da. Naja, Thomas, ich schleudert nämlich die ganze Zeit Scheiße. Wenn ich davon was trifft, das macht nämlich richtig Schaden. Erwischt. Ah, bin ich auf dem Sack. Jetzt habe ich hier keine Heilung mehr. Nee, das ist Tomasi. Nehmen wir den mal mit. Jawohl, er hat sich nämlich zu dem Ding gedreht. Bombe noch aktiv? Ja, ist noch meine. Bestimmt aber auch nicht mehr so lange. Nicht bis jetzt. Sind wieder neue Gegner aufgetaucht. Hilfe. Ein paar Lebenspunkte mitnehmen. Ich befürchte halt ein Treffer von Tomasi, dann bin ich tot. Alter, wieso eiern die so rum, ey? Nicht hier stehen bleiben. So, von denen krieg ich ein bisschen Heilung wenigstens. So. Welcher ist der von Tomasi? Ach, jetzt alles so eine Schleuderhand. Nicht stehen bleiben. Alles Typen jetzt, die Sachen schleudern. Ah, da war irgendwas im Weg, ne? Oh, guck dir die an. Hey! Blöder Sack. Wehe, du explodierst. Weg, 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 weg! Nein! Diese blöden Hindernisse! Das ist Tomasi sogar, der Richtige. Jawohl, ich hab ihn! Die Behörde sollte sich nach einem neuen Leiter der Kommunikation umsehen. Allerdings. Der kann auch befreit werden. Leiter der Kommunikation! Das ist die Trophäe! Bam, 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 Junge. Beim ersten Mal. Harter Kampf, aber beim ersten Mal gewonnen. Jetzt bin ich hier einfach. Guck mal, das ist noch ein neuer Raum. Das ist der letzte Raum, den ich noch untersuchen musste. Ich sprich mit Emily. So, Sterling AWE. Ein paranatürliches Objekt tauchte in einem Feld außerhalb von Sterling, Colorado, in der Nähe einer Werbetafel für irgendwas auf. Es kam keine Zivilisten zu Schaden, obwohl seit dem Ereignis der Hund einer Familie als vermisst gemeldet wird. Die örtlichen Behörden kamen an den Schauplatz und gaben über eine überwachte Kommunikationsleitung Befehle. Dabei kamen mehrere Schlüsselwörter zum Einsatz, die das FBC markiert hatte. Behördenagenten des regionalen Büros wurden ausgesandt und kamen 2 Stunden nach der Polizei an. Die Situation wurde unter Kontrolle gebracht und die Analyse begonnen. Forschungspersonal der Behörde kam am nächsten Tag und untersuchte das Objekt. Okay, untersucht wurde das Objekt
auf einen geschlossenen Laster mit integrierter Schwarzsteinverkleidung geladen und über das U-Bahn-Transitsystem, welches in das älteste Haus führt, in das Hauptquartier der Behörde gebracht. Aber hier ist halt so ein dicker Stein. Das ist keine Werbetafel. Na dann. Mal gucken, ob wir da oben auch was haben. In dem Raum. Ups. Der Tomasi hatte auf jeden Fall mehr drauf als beim ersten Mal, ey. Hat dazugelernt. Hat trainiert in der Zeit. Fallacken. Sterling, Zusatzbemerkungen. Öffentliche Augenzeugen berichten von einem hellen Lichtblitz auf dem Feld. Es gab keinerlei Geräusche. Die Behörden hatten angenommen, dass das Objekt vom Himmel gefallen war. Doch unsere Untersuchung zufolge manifestierte sich das Objekt an Ort und Stelle, wobei es den Boden im Umkreis in einer starken, kreisförmigen vaporisierte, was möglicherweise das Licht erklärte, das von der Stadt aus zu sehen war. Das Objekt ist eine hohle Kugel aus steinerähnlichem Material. Strukturelle Analyse des Materials, nichts Bekannten. Ein Teil der Kugel ist gesprungen, als ob etwas aus dem Objekt herauskam, oder was? Das Objekt ist seit seiner Ankunft in der Behörde inaktiv. Die Kommunikationsabteilung teilte der Presse offiziell mit, dass es sich bei dem Objekt um einen kleinen Meteor handelte und nutzte gleichzeitig die Sendung American Overnight. Ja, ja. Ein kleiner Meteor, der auf die Erde geknallt ist. Nur mit einem Lichtblitz, aber ohne Sound. Hm, macht Sinn. Naja, können wir uns hier jetzt gleich American Overnight anhören? Sie hören America Overnight. Wir lüften seit 29 Jahren den Schleier zwischen Fiktion und Realität. Danke, dass Sie bei uns sind. Ich habe viele Anrufe wegen dieses Meteors in Sterling, Colorado erhalten. Es gibt Berichte über einen großen, kugelförmigen Behälter, der auf einem Feld außerhalb der Stadt abgestürzt ist. Einige Regierungsleute haben ihn angeblich mitgenommen. Zufällig senden wir aus Colorado. Sterling ist nicht weit. Ich fuhr selbst hin, um es mit Mitgliedern des American Overnight Teams zu überprüfen. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, es dauerte nicht lange, bis wir Metallteile fanden, die auf einem Feld verstreut waren. Dies ist ein weiteres Beispiel für ein UFO, das in unseren Luftraum eintritt und abstürzt. Dass die Regierung die Beweise im Schutz der Dunkelheit mitgenommen hat, verschlimmert nur die Tatsache, dass es sich hierbei sicher um Besucher von jenseits unseres Planeten handelt oder sogar des Sonnensystems. Gehen Sie auf unsere Website, um Bilder der von uns entdeckten Raumschiffe zu sehen. Und schenken Sie währenddessen unseren Sponsoren Ihr Ohr. America Overnight ist gleich zurück. Mhm. Was eine dumme Geschichte schon wieder. Da kam eben noch mal Personalschutz. Ich muss ja sowieso gerade zurück in die Geschäftsstelle. Vielleicht mache ich das nochmal mit. Natürlich die Frage, ob die jetzt wieder unendlich auftauchen oder nicht. Multimedia, das ist die American Overnight-Folge. Da. Missionen. Hier, Personalschutz in der Poststelle. 19 Minuten noch. Gehen wir da vorne gleich zum Schnellreisepunkt und dann gehen wir nochmal hin. Lebenspunkte. So. Alle Bereiche besucht im ganzen Spiel. Die Wolke da unten ist ja auch immer noch da. Die kann ich noch nicht besiegen, ne? Da haben wir im ganzen Spiel kein Mittel gegen gefunden. So, Checkpoint. Kein Fertigkeitspunkt bekommen. Gut, ich habe die Quest auch noch nicht abgegeben, ne? So, zurück. In die Zentralstelle. Poststelle haben wir da. Unzustellbare Briefe war doch eigentlich immer ganz gut, ne? Ja. Schnellreise. Du bist ein Wurm. Das war unzustellbare Briefe? Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich hätte... Der andere Weg wäre besser gewesen. Ah, guck mal, hier sind Gegner. Sind die das? Stufe 7 jetzt, höre. Gehe zur Poststelle. Bin ich da? Sind die das? Ich habe einen Tisch in der Hand, also komm mir nicht so nah. Bin ich falsch gelaufen? Ich bin in der Kantine, ja, bin falsch gelaufen.
Wo muss ich denn eigentlich lang? Kann ich nicht irgendwie hier lang? Und dann... Hey, nimm mal den Wagen aus mir raus. Dankeschön. Nee, ist ja alles zu. Die Kantine war der falsche Raum. Hier muss ich durch. Ja. Genau, hier wollte ich hin. Hier ist doch, hier ist es doch meistens immer, ne? Aber die Poststelle ist ja erst da unten. Und dann gehen wir da lang. Sonst war mal hier was, diesmal nicht. Ah, da. Sichere den Bereich. Ach, es ist wirklich jetzt... Hätte ich dich dahin porten müssen. Aber ich dachte, es wäre da. Trotzdem wäre der Portpunkt besser gewesen. Lange nicht da gewesen. Alter, wie viele... Wie viele Dicken sind denn hier? Es ruckelt auch ein bisschen leicht. Oder was heißt leicht? Ganz schön nervig viel. Ich höre nicht auf. Die Direktorin ist da, um euch zu retten. Ich glaube, das war der größte von allen. Der ist schon. Aua. Scheint noch irgendwo eine Kugel zu sein. Boing. Alter, sind aber auch Explosionen hier, ey. Noch Raketen. Zwischerverstärkung, ja, können Sie kommen. Hä, wieso fällt denn der nur oben? Au, der hat geknallt. Komm, steuer doch auf den. So. Noch mehr. Jawohl. Stand da gerade viel geschlagen? Vielleicht weil die Kollegen gestorben sind oder so? Hm. Immer diese Aufgaben. Habt ihr noch nie gemocht. Jetzt gehen wir erstmal zu Emily. Angekommen. Gucken, ob sie sich freut, dass Tomasi jetzt weg ist. Wenn der Dia-Projektor ein Dia benötigt, um die Portale... Ich habe mich um das Ding gekümmert. Entschuldigung. Er war ja dein Kollege. Schon okay. Das war nicht Tomasi. Der starb, als das Zischen ihn erwischte. Du hast recht. Ich wollte nur nicht unsensibel klingen. Sensibilität ist in solchen Situationen eine Schwäche, Jesse. Das weiß jeder hier. Emily wird wohl keiner je rührselig nennen. Drei Fertigkeitspunkte. Tomasi abgeschlossen. Das war's? Die Behörde ruft. Ja. Bis später. Jawohl, Ma'am. Direktorin Faden. Immer der gleiche Spruch. Bitte, Emily. Nicht mal im Spaß. Na, wir können noch mit ihr reden, aber eine neue Quest hat sie nicht. Die auch nicht. Wallace haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Nee, nicht Wallace, Marshall hieß die, ne? Aber wir haben ein paar Fertigkeitspunkte gekriegt. Aber es reicht, glaube ich, immer noch nicht, um alles zu maximieren. Wieder nur drei. Zwei. Der hier kostet drei, ne? Ja.
So, auch wieder drei und so weiter und so weiter. Aber wenn man keine Quests mehr hat, kommt man da auch nicht so rein. Ich kann euch mal die Trophäen kurz mal zeigen hier. So, Control haben wir hier. Guck mal, 91%. 91%. Es fehlt nur noch die eine für die Platin-Trophäe dann. Hier, da. Schalte 100% der Fähigkeitsaufwertungen frei. Das ist das, was mir fehlt. Und hier sehen wir, sonst habe ich alle anderen Trophäen alle geholt. Nur die Fähigkeiten habe ich nicht. Ich finde es immer ärgerlich, wenn eine fehlt für den Platin-Erfolg. Schließe alle anderen Erfolge ab. Ja, einer fehlt. Einer fehlt, 91%. Gut, Leute. Das war es erstmal mit Control. Ich werde im Haus vielleicht noch ein bisschen rumgehen, so für mich selbst. Beim Hausmeister vorbei, ob da vielleicht was an der Tafel hängt, um irgendwie noch ein paar Fähigkeitspunkte zu kriegen. Obwohl meine Motivation da jetzt nicht so stark ist. Tomasi haben wir noch besiegt. Das war noch ein cooler Kampf. Konnte man heute noch zeigen. Ansonsten ist die Hauptgeschichte durch. Aber wenn da vielleicht noch ein DLC rauskommt, vielleicht was Story angeht, dann würde ich das auf jeden Fall spielen, glaube ich, um auch zu wissen, wie es dann weitergeht mit Geschichte und ob Dylan vielleicht wieder aufwacht. Also, ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen hier, Control. Ich fand es sehr interessant. Was mir halt sehr gefallen hat, ist, dass das Spiel halt mal so rausgestochen hat, mal wieder. Aber das machen die, die Spiele von Remedy eigentlich immer. Die sind immer irgendwie ein bisschen besonders und nicht so, man kriegt halt nicht so einen Einheitsbrei, ne? Da sind originelle Ideen dabei. Die Geschichte hat hier und da noch Lücken. Der Rat wurde nicht erklärt, aber wenn da noch vielleicht noch ein bisschen was kommt, ein Update oder so, dann kann ja dann noch Informationen geliefert werden, ne? Und deswegen bin ich mal einfach gespannt. Oder vielleicht einen zweiten Teil oder so, wenn das einigermaßen erfolgreich sich verkauft hatte, geht es da vielleicht noch weiter. Also, ich fand es auf jeden Fall erfrischend anders und mir hat es gefallen. Also, das Gameplay hat auch Spaß gemacht und es war auch länger als gedacht, was so für Remedy-Spiele. Ich fand's cool und deswegen bedanke ich mich auch natürlich bei allen, die hier täglich eingeschaltet haben, bei Control, bei den Videos und da auch fleißig auch mit kommentiert haben und sowas. Ich hoffe, euch hat es genau auch Spaß gemacht, auch mal wieder so ein etwas anderes Spiel zu sehen. Also, vielen Dank und bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao.